Yo Leute und herzlich willkommen auf dem Players Hub Channel. Ich bin euer Silphi. Oh, ich habe gerade kein Bootcamp, für ein paar Stunden zumindest. Das heißt, ich muss nicht meine Gameplays irgendwie abends aufnehmen. Aber wobei, das letzte fanden, glaube ich, eigentlich ziemlich cool. Der Sound war irgendwie ein bisschen scheiße eingestellt, ich weiß nicht warum. Aber dass ich da ein bisschen ruhiger war. Frage an euch, Leute, ganz ernsthaft. Wäre auch cool, wenn ihr kurz die Zeit dafür nehmen könntet. Findet ihr es angenehmer, wenn ich so sehr ruhige Gameplays mache? Ich glaube, ich habe auch in dem einen Video auch nicht zu viel geredet. Oder möglichst eher, wenn ich so viel mehr Commentary mache und nochmal nebenbei so ein bisschen. Also, wenn ich dann einfach ganz normal ich bin, ne? Natürlich war ich bei dem anderen auch ich, halt nur in etwas ruhiger. Würde mich mal interessieren. Aber ja, Leute, wir spielen Ränger. Ich habe ein bisschen Ränger gespielt. Zur Zeit ist Bootcamps nicht allzu viel. Ich bin Clears durchgegangen. Wie schnell das jetzt ist. Und ich clear mit Rengar schneller, also ohne Leash, als Kane. Und Kane kriegt oder so kein Leash. Mit Rengar kann ich halt mir auch nochmal einen Leash abholen am Rap-Buff. Was ich hier sogar auch machen werde, weil Olaf wahrscheinlich eher Blue-Buff anfängt. Und ich dann ihn dann halt auch mirroren kann. Also Rengar ist extrem schnell unterwegs. Drei Base-AD machen sehr viel aus. Besonders jetzt auch nochmal, weil ich absolut Fokus mitnehme. Der Grund dafür ist, warum es viel ausmacht, ist, vielleicht kennt ihr das, die Raptors haben davor immer mit super wenig HP überlebt. Und bei den, war es beim Wolf genauso? Das könnte sein. Ich spare mir dadurch mehrere einzelne Auto-Tags, was schon mal ganz nice ist. Schon weil bei den Raptors habe ich 5 kleine Raptors. Das sind, ich sag mal, so 5 Sekunden oder sowas, die ich spare. Sogar ein bisschen mehr. Und hat nochmal generell der erhöhte Schaden, den ich an den großen Camps habe, beziehungsweise einem großen Raptor, großer Wolf und so weiter und so fort. Gerade allein schon, wenn ich Auto-Q mache, zack, habe ich halt Dingens. 6 Damage mehr. Und ich kann das halt auch ein bisschen spammen, von da macht das echt viel aus. Jeder einzelne Auto-Tag macht mein Damage. Rengar hat relativ viele Attack-Speed, bla 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 und so weiter. Warte. 30 so, ich, ne, eigentlich will ich keinen Leash haben, nee. Eigentlich würde ich hier gar nicht anfangen, sondern eher Topside, aber ich mache eine Ausnahme, weil Olaf fängt auch am Blue-Wolf an. Moment. Leute, ich nehme diesen Skin jetzt nur, weil ich immer danach gefragt worden bin. So, vor allem Silvi kannst du den mal nehmen, deswegen nehme ich den jetzt auch. Ich bin kein Fan von ihm. Er sieht auf dem Splash super cool aus, in-game, es suckt aber todeshart. Von daher drauf geschissen. Ja, stimmt, das sind immer meine Masteries. Leute, ihr findet meine Routen, nicht meine Masteries. So oder so immer unten in der Beschreibung. Ich zeig's euch nochmal. Ich nehme Absolute Focus mit Gathering Storm mit. Ich habe jetzt kein Celerity mehr dabei, weil ich die Bonus AD von Absolute Focus jetzt mit der neuen erhöhten Base AD ziemlich nice finde. Wenn ihr sogar komplett aus Early Game spielen wollt, nehmt Elektro. Ich habe nicht geskillt. Scheiße. Ich bin behindert. Das kostet mich jetzt echt viel Zeit. Die Potion muss ich jetzt auch schon früher poppen. Weil ich Dingens mein Absolute Focus aufrechterhalten will. Deswegen poppe ich auch jetzt schon mal die zweite. Ne, ihr seht hier. Der sollte ausbrennen. Ja, der brennt doch aus. Das ist halt echt sehr viel Zeit, die ich spare. Oh, warte mal, haben die nicht? Okay, doch, nein, haben sie. Kann ich Olaf contesten? Oh, ich lasse es gar nicht drauf. Oder doch, ich lasse es drauf ankommen. Ich lasse es drauf ankommen, dass ich Olaf conteste, weil ich muss Top Lane wahrscheinlich auch noch Counter ganken. Da kann ich auch schon direkt nach oben hinlaufen. Gucken, ob ich ihn hier finde. Hieß da. Okay, lol, echt? Okay. Scheiße. Digga, wenn du wusstest, dass er oben angefangen hat. Oh, sexy. Olaf hat 13 CS. 3 Camps gemacht. Seine Raptors sollten da sein.
Oder er hat's. Oder er ist hier. Double Buff Ding ist gegangen. Okay. Rip Vayne, Mann. Lol, lol, what? Good job, boys. Clown Fiesta, hallo? Muss ich gar nichts machen? Was ist das für ein Game? Mein Clear ist ein bisschen am Arsch. Meine Raptors werden erst ab ca. 4,50 wiederkommen. Ich meine, für mich ist es gut. Ich kann jetzt einfach nur komplett Power farmen. Aber ich bin immer noch trotzdem verwirrt. Ich mach Crux Raptors Base. Zu dem... Ah, scheiße. Die Watcher geht fast weg. Vision, please. Okay, Olaf? Seriously? Ey, yo! Ihr habt doch Olaf im River gesehen! Ihr trollt mich doch, oder? Ich... Soll die gewinnen da? Nee, tun sie nicht. Digga, ich bin komplett getiltet. Mann. Ich bin komplett getiltet. Ich will Olaf eigentlich gar nicht contesten. Oh lol, ich muss das Cannon bekommen. Guys, I really don't wanna fight Olaf. Pre-6 und Cam. I'm 6. So, das. Ne, drauf geschissen. Okay, alles cool. Irgendwie ist das Game. Ich. Komm, bitte, Clown Fiesta. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht Tiamat gehe. Egal, drauf geschissen. War noch ein. Warte, welches Camp wird kommen? Mein Grom müsste kommen. Ne, warte, ich hab eine bessere Idee. Red into Bot, I will be 6. Ich geh nicht mehr durch, ich geh Botlane. Botlane ist so viel Clown Fiesta. Oh, Olaf, stopp. Zu gehen lohnt sich komplett für mich bei sowas. Ah, gib mir die Dark Loot Stacks. Leute, das Cannon-Minion zu taxen ist so geil gerade. Das sind einfach mal 60, 80 Gold oder so, die ich for free bekomme. Also, die meine Lane aber nicht bekommen. Den Drachen auch nochmal zu haben, ist super strong für mich. Denk darüber nach, ob ich mir nicht vielleicht einmal Tabi früh kaufe. Leder Biatch, so. Straight up Dustblade. Ghostblade ist auch eine Option. Yo! Guys, watch the map, please. Ey, Olaf hat so einen guten Farm.
Scheiße, der Champion ist so strong. Ich meine, er wurde genervt, ne? Aber ist trotzdem immer noch super gut, was den Clear angeht. Mit F. Ich gehe gleich in die Mitte. Beziehungsweise ich werde es vorhaben. Echt, ich sollte weiter in Botlane gehen, wenn ich darüber nachdenke. So, ich könnte in die Mitte gehen. Theoretisch. Achso, On-Ulti war das, glaube ich, oder? On, no R. Ey, scheiße, meine Pink ist weg. Mal gucken, wie die sich bewegen, wenn ich hier drin bin. Okay, die wissen's. Gott, Dustblade, let me base. Wow! Okay, das war gewartet. Zara no R, S no R, schade. Mist, egal, soll ich mein Dustblade, sehe ich das auch. Das, ich, naja, Shares of Tabi. Komplett aufgeschissen. Ey Leute, ich hasse das, ne? Guys, I'm ping spamming Olaf like crazy. Das ist ja top. Kein Shadow. Ich könnte es versuchen. Ey, yo, wir können es abholen. Okay, wir können den Tower noch nicht abholen. Egal, Leute, draufgeschissen, Bart. Komplett draufgeschissen. Ich halte mich. Ich bin ein paar CS behind. Ich bin ganz nice dabei. So, die sind hier eh alle drei später noch One-Shot für mich. Von daher passt mir das. Lol, wer tippt sich auf Bot? Ezreal? Es war der Spellbook Ezreal? Ich meine, die Ward hier müsste abgelaufen sein. Erstmal Low-Key das Kennen-Mini noch mitgenommen. Puh, ich glaube, ich werde noch einmal kurz Zeit für Mobis. Ich werde mir hier die Dingens gar nicht holen. Und da gibt's nix. Er hat Exhaust. Lol, Ezreal mit Exhaust, okay. Ich will das Gebüsche campen. Ich hoffe, dass es nicht gewardet ist, aber zumindest werde ich jetzt durch mein Dustblade eh sehen. Von daher sollte das nicht allzu wild sein. Ich gehe auch davon aus, dass Olaf runterkommen wird.
Jo. Nein! Scheiße! Oh. Wen? Oh! Baby! Okay, ich hab's vielleicht ein bisschen übertrieben. Fuck, ich hätte mir denken können, dass Olaf da ist. Hab ich? Ah, war dumm von mir. Ah, eigentlich, so gesehen, Leute, wir haben gut was bei rausbekommen, okay? Wir haben First Tower bekommen, das war eigentlich ein bisschen meine größte Sorge, weil mein Botlane Tower bereits sehr hart gechunkt war. Aber Leute, nehme ich an. Walla, dieser Junge. Ha, das ist auf jeden Fall kein Game, wo Farm wichtig ist, sondern hier heißt es einfach nur töten oder getötet werden. Den Blue nehme ich mir, Ari macht hier nichts. Kann ich mir die extra CDR gut brauchen. Ja, sie geht auch nicht mal wie Seekers oder so. Also mir... Vielleicht braucht sie es nicht, das kann sein, aber es gefällt mir persönlich. Nevermind. Seht Leute, deswegen habe ich die Blue auf nicht genommen, damit sie die Chance hat, tief in den Kill zu gehen. Boah, der steckt aber auch gut Armor, der Boy. Das ist der echt gut Armor. Geh mir nicht auf den Sack, Junge. Leute, stellt euch mal vor, ich hätte sie ge... Oh, das ist ein Pinkwort. Ja, halt. Ah, schade. Ich hätte das viel früher machen können. Ich habe leider nicht gesehen, dass er da an der Stelle stehen geblieben ist. Okay, ich bin scheiße huge. Ich bin actually fucking huge. Will ich diesen Drachen haben? Naja, der wäre gar nicht so blöd. Base, oh mein Gott, mit. The fuck? Der Set ist am Trollen! Ah, ich hab eigentlich über den Early Edge nachgedacht, aber drauf geschissen. Der Damage ist so. Leute, drei Base AD machen so viel aus, Mann. Aber ich meine das jetzt ernst, das hört sich nach wenig an, aber Rengar hat so viele Auto-Resets. Der geht wow. Z wird Bot gehen. Safe Call, Z wird Bot gehen. Willkommen in Rape Town. LOL, da spielt man random eine Runde Rengar. Und der einzig wahre Sylvie rastet da drin aus. Mein Early Game war ein bisschen blöd, aber ich weiß nicht. Danach habe ich komplett aufgeräumt. Aber ja, Leute, das hier war's mit The Gameplay. Ich bin da noch erstmal weg. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.